Hallo, meine lieben Freunde. Weiter machen wir mit dem Thema, dass wir die Bibel falsch interpretieren, falsch auslegen und auch falsch verstehen und falsch anwenden können. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen zu diesem Thema, zum Neuen Bund. Und zwar, der Neue Bund war immer schon im Herzen Gottes. Das war ja nicht eine Idee, die irgendwann gekommen ist. Schau dich diesen Bibelvers an. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 6 bis 8. 1. Korinther, Entschuldigung, das habe ich hier geschrieben, nicht 6, 1. Korinther 2. Sorry, 1. Korinther 2 von Vers 6 bis Vers 8. Hier sehen wir etwas ganz, ganz etwas Wichtiges, was auch wichtig ist, wenn es darum geht, die Bibel richtig zu interpretieren und richtig anzuwenden. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Gleichnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und schau mal, was die Bibel hier sagt. Hier ist ein Schlüsselwort. Vor den Weltzeiten. Ja, was bedeutet das denn? Das bedeutet, eine andere Bibelübersetzung sagt es, vor Grundlegung der Welt. Und hier spricht die Bibel vom neuen Bund, vom großen, wunderbaren Geheimnis, das durch Jesus offenbart wurde. Wenn der Neue Bund bereits vor den Weltzeiten im Herzen Gottes war, wenn der Neue Bund nicht eine nachträgliche Idee Gottes war, sondern er war immer schon im Herzen Gottes, dann heißt auch, dass ich sein Buch, das er mir gegeben hat, durch das, was immer schon in seinem Herzen war, lesen muss und auch verstehen muss und es auch auslegen muss. Das heißt in Wirklichkeit, wir können sagen, dass Gott nie geplant hat, dass er auf irgendeine Art und Weise mit dem Menschen in Verbindung steht, außer durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Natürlich, nachdem der Mensch gesündigt hat, ist völlig klar. Denn bevor der Mensch gesündigt hat, hatte der Mensch ja direkt mit Gott, stand er mit Gott in Beziehung und war mit Gott, wandelte in dieser Einheit, weil da hatte ihn ja keine Sünde getrennt. Aber wenn wir mal verstanden haben, dass in dem Augenblick, wo die Sünde in die Welt kam, gab es eigentlich nie einen anderen Plan von Gott als den neuen Bund. Er wollte immer schon durch das Opfer seines geliebten Sohnes mit dem Menschen in Beziehung stehen und nicht durch Tieropfer. Hebräerbrief sagt uns sogar, Schlachtopfer und Tieropfer, das wolltest du ja gar nicht. Wolltest du nie. Du wolltest immer den Leib Jesu Christi. Und wisst ihr, und wenn wir mal verstehen, dann werden wir die Bibel ganz anders lesen. Und so viele Menschen, die finden, was weiß ich, was alles raus aus der Bibel. Und sie verstehen nicht, dass der neue Bund war immer schon der Herz im Herzen Gottes. Gott wollte immer mit dem Menschen durch Jesus Christus in dieser wunderbaren, intimen Beziehung leben. Und die Frage, die du dir immer stellen sollst, eine simple Frage. Angenommen, Leute machen dir Druck mit Bibelversen. Oder Leute versuchen dich durch Bibelversen manipulieren. Oder du läufst der Gefahr, dass du gewisse Bibelverse herausnimmst und sagst, aber hier steht es geschrieben, hier steht es geschrieben, hier steht es geschrieben. Stell dir diese Frage. Diese Frage wird dir unwahrscheinlich dabei helfen, dass du die Bibel nicht missinterpretierst, nicht falsch auslegst und auch nicht falsch anwendest. Wie ist das durch das Werk Jesus anzuwenden? Das ist die Frage, die du dir stellst. Einfach jedes Mal eine Frage. Wenn irgendwelche Leute zu dir sagen, zum Beispiel, das Blut des Nächsten wird von dir gefordert, wie es hier steht im Hesekiel, ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, ich habe das nicht in meine Unterlagen geschrieben, ich glaube mal Hesekiel 22, Vers 30.
Ich habe gesucht für jemanden, der in der Bresche steht. Und es war niemand. Wenn ich zu dir sage, du Sohn des Menschen, geh hin und sag dem, und du sagst ihm nicht, das Blut wird von deinen Händen gefordert, so ungefähr steht's. Immer wieder habe ich gehört, wie auch von der Kanzel her dieser Bibelvers verwendet wurde. Und den Menschen wurden Schuldgefühle eingeredet. Wenn du nicht evangelisierst, wenn die in die Hölle gehen, ist deine Schuld. Und Gott wird eines Tages das Blut von deinen Händen verlangen. Stell dir diese Frage. Wie ist das durch das Kreuz Jesus anzuwenden? Wer ist der Mittler jetzt zwischen Gott und den Menschen? Jesus oder ich? Jesus. Und in dem Augenblick, wo du siehst, dass Jesus und das Kreuz, der neue Bund, alles verändert haben, dass er der einzige Mittler ist, Gott braucht keinen Menschen mehr, der in der Bresche steht. Denn in der Bresche zwischen Gott und den Menschen steht jetzt Jesus Christus. Also stell dir immer diese Frage, wie ist das anzuwenden durch das Kreuz Jesus Christus oder durch das vollbrachte Werk des Kreuzes? Oder vielleicht wäre es sogar noch besser zu sagen, durch die Geburt, das Leben, den Tod, die Beerdigung, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesus Christus, gleich das ganze Paket hineinzunehmen. Das wäre natürlich noch das Bessere, diese sechs Dinge. Aber diese Frage sollst du dir stellen. Schau, ich zeige dir anhand von zwei Bibelstellen, wie eigentlich die Sachen sich so verändert haben durch den neuen Bund. Und wie gesagt, ich möchte hier den Leuten nur helfen. Ich kann mich erinnern, als ich ganz jung war, ich weiß nicht, vielleicht so im Teenageralter, da predigte ich über diesen Bibelvers. Ja, habe ich getan. Sehr falsch verstanden. Matthäus 11 und Vers 12. Matthäus 11, Vers 12. Da habe ich damals gepredigt mit Leidenschaft, mit Begeisterung, habe ich unseren jungen Leuten in dieser Stadt, wo ich war, in Graz, habe ich diesen Bibelvers vorgepredigt. Und hier steht, und von den Tagen des Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich des Himmels Gewalt und die Gewalttätigen, die reißen es an sich. Und die Gewalttätigen, die reißen es an sich. Und wisst ihr, ich habe damals gepredigt und ich habe dann eine ganze Gepredigt losgelassen und habe diesen Leuten doch gezeigt, wie wir doch gewalttätig sein müssen, um das Reich Gottes in uns zu reißen, wie wir doch, wir als Christen, die Jesus lieben und die auch wirklich ein unwahrscheinlich Verlangen haben nach ihm und nach seiner Herrschaft, wir müssen das Reich Gottes an uns reißen. Und gewalttätig müssen wir das noch sogar machen. Und dann habe ich leidenschaftlich darüber gepredigt. Und sogar wirklich leidenschaftlich. Wenn wir nicht gewalttätig das Reich Gottes an uns reißen, dann wird Folgendes geschehen. Wir werden nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Wir werden das nicht erleben, was wir leben sollen. Es leidet überall herum Gewalt. Wir müssen dem Teufel widerstehen mit Gewalt. Wir müssen mit Gewalt alles tun. Wir müssen mit Fasten und Beten, mit Gewalt das Reich Gottes an uns reißen. Und so steht es ja auch drinnen. Es steht ja auch, das Reich Gottes leidet Gewalt und die Gewalttätigen, die reißen es an sich. Nur habe ich damals das nicht verstanden. Habe ich damals den neuen Bund nicht verstanden. Habe ich damals nicht verstanden, dass sich alles geändert hat durch das Werk Jesu Christi. Und jetzt schaue ich euch, jetzt zeige ich euch etwas. Ich lese euch jetzt einen anderen Bibelvers vor, wo nach dem Kreuz auch etwas über das Reich Gottes geschrieben wird. Kolosser 1, Vers 12 bis 14. Kolosser 1, Vers 12 bis 14. Schauen wir uns mal an, was die Bibel hier sagt im Kolosser Kapitel 1, Vers 12 bis Vers 14. Ich finde diese Aussage, ich finde den Kolosserbrief sowieso genial. Aber schauen wir mal, was die Bibel hier sagt. Hier sagt uns das Wort Gottes, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Er hat uns was gemacht? Er hat uns versetzt in das Reich. Vor Jesus und dem Kreuz musstest du mit Gewalt hinein ins Reich, das Reich an dich leisten. Nach dem Kreuz brauchst du gar nichts mehr machen. Du wurdest hinein katapultiert. Eines dieser Übersetzungen von dem griechischen Wort versetzt, das bedeutet, von einem Platz in einen anderen Platz hineingebracht worden zu sein. Das heißt,
lebe nicht zur Zeit vor Jesus oder nicht vor Jesus, vor dem vollbrachten Werk des Kreuzes, zur Zeit, wo Jesus auf der Erde wandelte. Hier bin ich, hier wandelt Jesus auf Erden. Und das Reich Gottes ist hier um mich herum. Durch Jesus hat es begonnen. Es hat begonnen anzubrechen. Aber ich musste es mit Gewalt an mich reißen. Denk mal die Frau. Die Frau, die ihre Heilung erleben wollte, die 12 Jahre geblutet hat, die musste es mit Gewalt ergreifen. Die musste sich durchdrängen durch die Menschenmenge. Die musste sagen, ich muss einen Quantzipfel erreichen. Ich muss das für mich ergreifen. Die Leute schrien, Herr, Sohn, David, erbarme dich mein und heile mich. Die Leute mussten mit Gewalt es an sich reißen. Und was geschieht dann? Dann geschieht das Kreuz. Jesus stirbt für mich. Er schließt einen neuen Bund. Er wird beerdigt. Er geht 3 Tage und 3 Nächte in die Hölle. Er kommt dann in den Himmel hinauf. Und dann nimmt er mich damit hinauf. Und ich bis jetzt zur rechten Hand des Vaters sitze ich jetzt. Und in diesem Augenblick, wo das vollbrachte Werk Jesus auch vollbracht war, hat er mich in dieses Reich hinein versetzt. Ich bin jetzt drin im Reich, da brauche ich nichts mehr an mich reißen. Da brauche ich weder Gewalt noch sonst irgendetwas anwenden. Ich kann einfach von diesem Augenblick an genießen, Teil des Reiches Gottes zu sein. Und das ist nur ein Beispiel, wie wir immer wieder diese Frage stellen müssen. Wie ist das durch das Werk Jesus anzuwenden? Und wenn du dir zu der Gewohnheit machst, dass diese Frage eine wichtige Frage ist, weißt du, was geschehen wird? Viele der Bibelstellen, die dir Kopfweh gemacht haben, die dir den Kopf zerbrochen haben, viele der Bibelstellen, die du nicht verstanden hast, die du falsch ausgelegt hast, falsch verstanden hast und falsch angewendet hast, die werden plötzlich für dich ganz anders aussehen. Und wir sollen ja die Bibel so gut wie nur möglich verstehen können und auch anwenden können, damit die Bibel ein Buch des Lebens wird und nicht ein gefährliches Werkzeug in unserer Hand. Gewalt, 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 sonst wirst du das Reich Gottes nicht erleben. Gewalt, 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 sonst kannst du die Heilung nicht bekommen. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Nein, wir sind zur Ruhe eingegangen. Das Kreuz hat alles verändert. Meine lieben Freunde, ich danke euch, dass ihr wieder zugehört habt. Wir machen das nächste Mal weiter. Denk einmal, wenn das Kreuz tatsächlich, wenn dieser Opfertod Jesu Christi, wenn das, was er für mich getan hat, indem er gelitten hat, geblutet hat, einen hohen, hohen Preis bezahlt hat, wenn er mir tatsächlich durch das... Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 2 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa, unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.